Damit Unternehmen erfolgreich sind, benötigen sie gute Mitarbeiter. Gute Mitarbeiter benötigen ein ansprechendes Umfeld, um ihr ganzes Potenzial entfalten zu können. Und darum geht's heute. Wir befassen uns mit dem Thema New Work. Zwei Gäste habe ich hier. Einmal Sabine von Back & Bold und der Hendrik von der Deutschen Bahn AG. Schön, dass ihr beiden dabei seid. Ich würde mal anfangen. Sabine, erklär doch einmal ganz kurz, was New Work ist. Ja, kann ich gerne machen. Danke für die Einladung. Ich fange mal damit an, was New Work nicht ist. New Work ist nicht nur digitale Tools und Homeoffice, so wie es manche verstehen, sondern New Work ist eigentlich viel, viel mehr. New Work ist auch ein sehr deutscher Begriff. International heißt es nämlich Future of Work. Das sollte man auch wissen, finde ich. Und bei New Work geht es in erster Linie darum, die Arbeit neu zu organisieren, also die Organisation und die Umsetzung der Arbeit neu anders zu machen in einer sehr komplexen Welt. Man kann auch sagen in der VUCA-Welt, was viele vielleicht kennen, das benutze ich gerne, das Akronym. Das VUCA steht für flüchtig, unsicher, komplex und mehrdeutig. Und dadurch, dass um uns herum alles auch eigentlich ganz anders jetzt ist, muss man auch anders arbeiten und die Dinge anders organisieren. Genau. Und ganz wichtig in dieser neuen Arbeitswelt ist der Mensch. Der Mensch, jetzt natürlich eine Riesen-Challenge noch Covid, sage ich dazu. Das hat ja alles nochmal umgekrempelt. Und natürlich die Digitalisierung. Super. Vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. Dann würde ich auch den Hendrik direkt mal fragen. Du bist ja bei einem ganz bekannten Unternehmen. Ich glaube, jeder Deutsche kennt es. Wenn du deinen Eltern deinen Job beschreiben müsstest, was würdest du ihnen erzählen? Vielleicht ist da das Bild sehr, sehr hilfreich, sich die Frage zu stellen, ob man sich selber noch vorstellen könnte, mit einem Windows 95 Rechner zu arbeiten. Und die meisten würden jetzt sagen, eher unvorstellbarhaft. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie arbeiten wir zusammen in den Organisationen? Meistens basieren unsere Zusammenarbeitsprinzipien auf Managementprinzipien der 50er Jahre. Und das gilt es ein Stück weit abzudaten. Also mein Job, meine Aufgabe, meine Rolle bei der Deutschen Bahn ist es, die Zusammenarbeitsmodelle zu hinterfragen und eben auch ins 21. Jahrhundert zu überführen. Und das mache ich mit Workshops, mit Moderation oder eben auch in größeren Transformationsprojekten, wo das dann Ganze endlich angegangen wird. Das klingt auf jeden Fall viel nach Kommunikation. Das ist ja eigentlich dein Steckenpferd, Sabine. Du hast viel mit Kommunikation zu tun gehabt. Wieso ist Kommunikation gerade beim Thema New Work denn auch so elementar wichtig? Kommunikation, glaube ich, ist so das Kernstück. Der Hendrik hat ja gerade auch gesagt, er macht Moderation und Workshops. Da spielt Kommunikation auch eine riesen Rolle. Und das gilt sowohl online als auch offline, also in beiden Welten. Und ich glaube, Kommunikation ist deswegen so wichtig geworden, weil es in der neuen Arbeitswelt ganz, ganz stark um die Themen Transparenz geht und Offenheit und Vertrauen. Und all das bedarf eben sehr viel Austausch. Die sogenannte Feedback-Fehlerkultur sind ja wichtige Schlagworte. Und ein Punkt, den ich noch nennen möchte, der mir in letzter Zeit immer klarer wird, also man spielt als ja, Mensch, Person in dieser neuen Arbeitswelt immer mehrere Rollen in mehreren Kontexten. Also eigentlich bin ich jetzt immer viele und ich muss mich in diesen unterschiedlichen Communities schnell und klar zurechtfinden. Und dazu brauche ich ja eine Kommunikationskompetenz oder muss einfach sprechen, reden mit den anderen, um mich zu zeigen, wer ich bin, aber auch um zu wissen, wer bist du und was machen wir eigentlich zusammen. Ja, so würde ich das zusammenbringen. Also. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig, sehr hilfreich. Vielen Dank. Also das ist ja auch ein Teil des agilen Arbeitens. Wenn du, Hendrik, sagen würdest, agiles Arbeiten ist ja sehr, sehr wichtig. Wieso? Agiles Arbeiten würde ich ganz gerne gleichsetzen, ein bisschen mit einer Haltung, als dass es jetzt wirklich nur irgendwie ein Tool ist, sei es beispielsweise Scrum. Agiles Arbeiten ist für mich, dass wir in eine Haltung kommen, die heißt Sense and Respond, dass jeder ein Stück weit in der Lage ist, in die Organisation reinzuspüren und zu verstehen, was braucht es eigentlich in der Organisation, was sind die wichtigen nächsten Schritte, wie können wir uns verändern, und dass diese Verantwortung, dieses Reinspüren, was braucht es gerade, nicht nur die Verantwortung des Top-Managements ist
und die die Marschrichtung vorgeben, sondern dass jeder Einzelne und die Teams auch für sich überlegen können, was sind die wichtigen nächsten Schritte. Und damit können wir einfach dann zukunftsfähig sein. Wie Sabine ja gesagt hat, VUCA, wichtiges Stichwort an der Stelle. Unsere Welt wird so komplex und fast nahezu chaotisch. Und da gilt es eben, andere Organisationsprinzipien dann zu etablieren und eine ganz andere Haltung. Wir können einfach nicht mehr planen. Wir können nicht mehr sagen, wo wollen wir in 3 oder 5 Jahren stehen mit der Organisation, sondern wir müssen eine Fähigkeit entwickeln und auch uns auch laufend selber anpassen zu können. Also du hast ja ein bisschen über den Wandel gesprochen, über die Zukunft. Sabine, wenn der Arbeitnehmer im Heute jetzt ist, wie würdest du den Arbeitnehmer denn in der Zukunft sehen? Wie sieht der erfolgreiche Arbeitnehmer der Zukunft aus? Wenn du mich jetzt so fragst, also als erstes würde ich dir antworten, ich würde gar nicht mehr von Arbeitnehmer sprechen, sondern also zum einen von Arbeitnehmerin, aber eigentlich auch eher von Menschen, also weil dadurch, dass in der neuen Arbeitswelt auch eine starke Veränderung stattfindet in den Hierarchien und Organisationsstrukturen, wird dieser Übergang eigentlich immer fließender. Also es gibt immer mehr flache Hierarchien und gleichwertige Teams, sprich Arbeitnehmerinnen, Leader, Leaderinnen, Führungskräfte, Mitarbeiter, das vermischt sich immer mehr. Also eigentlich muss man so von Menschen sprechen in der Arbeitswelt, finde ich, die sich durch ihre Rollen verändern, miteinander umgehen. Und ganz wichtig, glaube ich, für alle, die sich da erfolgreich bewegen möchten, ist es, dass die mutig sind und auch bereit sind zu netzwerken, also miteinander in Kontakt zu treten, wieder das Stichwort Communities, auch auf jeden Fall immer weiter dazu zu lernen, also nicht stehen zu bleiben, sondern sich darüber klar zu sein, dass was ich heute mache, kann morgen und übermorgen vielleicht schon ganz anders sein, und auch sich dabei zu zeigen und in den Austausch, in den Dialog zu gehen, also auch dieses Voneinander zu lernen, denn es ist fast unmöglich in dieser komplexen Welt, dass es nur noch diese eine Wahrheit gibt, wie man Dinge tut, sondern man muss eigentlich immer fragen auch, wie machst du das, und auch mal sagen, kann ich nicht, kannst du mir helfen? Also solche Punkte sind, glaube ich, ganz wichtig, um da erfolgreich weiterzukommen und auch ja gemocht zu werden und gut so im Miteinander zu sein. Ich glaube auch tatsächlich, die Kommunikation untereinander, der stetige Austausch ist im kleinen und im großen Unternehmen wichtig. Beim großen Unternehmen finde ich es interessant, mal zu überlegen, Hendrik, die Strategie bei dir, wie schaffst du es, diese ganzen neuen Veränderungen zu implementieren bei einem großen Unternehmen wie der Deutschen Bahn? Mein Tipp an der Stelle ist wirklich, von innen heraus zu transformieren, nicht das riesengroße Big Picture malen, sondern wie gesagt, wir sind so schnell unterwegs und wir können keine Zielbilder mehr malen, dass wir wirklich von innen heraus transformieren und eben auch nicht gießkannenartig dabei vorgehen, sondern Teams vor allem Dingen, uns auf die Teams fokussieren und gemeinsam in den Teams uns laufend weiterentwickeln und da wirklich auch lieber in Teams zu investieren, als jetzt klassisch Führungskräfteentwicklung zu machen. Weil wenn wir über die gemeinsame Sprache kommen im Team, können wir uns auch gegenseitig immer wieder daran erinnern und nicht nur irgendwie Schulungsmaßnahmen für die klassische Führungskraft und die stellt sich dann montagmorgens vor das Team und sagt, ich war da gerade auf einer Fortbildung und ab heute machen wir alles anders. Und das Team denkt sich dann auch wieder, ja, das hält jetzt unsere Führungskraft maximal 2 bis 3 Wochen durch und dann ist eh wieder alles beim Alten. Deswegen da mein Tipp, wirklich in Teams investieren und eher auch auf eine gemeinsame Reise zu gehen und nicht nur irgendwie punktuell mal hier ein Workshop, da ein Workshop, sondern wirklich Teams befähigen, auch in diese Agilität zu kommen. Du hast ja jetzt von Teams geredet, das ist auch spannend, es sind ja auch heterogene Teams. Sabine, was würdest du sagen, ist sehr, sehr wichtig, um bei heterogenen Teams was zu implementieren? Heterogene Teams, jetzt im Kontext auch von Altersgruppen wahrscheinlich, Altersunterschieden und auch ein bisschen unterschiedlichen Herkünften. Damit das funktioniert, ist es sehr wichtig, glaube ich, dass man sich wertschätzt, also dass da Wertschätzung ist, gegenseitig Interesse und auch Akzeptanz. Also ich denke, von beiden Seiten, ne? Also wenn du jetzt sagst, heterogene Teams, jüngere Leute, ältere Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte,
zu erkennen von jeder Seite, dass jede Seite einfach einen anderen Background hat, eine andere Entwicklung, eine andere Expertise und dass man das wertschätzt von beiden Seiten. Also dass man aufeinander zugeht und auch neugierig ist und sich auch fragt, wie machst du das, warum machst du das so? Sowohl als auch, ne? Also dass man nicht mehr so wie früher auch so ein Bild hat, da ist der Azubi, der weiß eigentlich noch gar nichts und da ist die schlaue alte Führungskraft, das bricht ja total auf. Ne? Und beide Seiten haben große Herausforderungen, miteinander umzugehen, weil sie einfach in ja schon ein bisschen anderen Welten leben, aber es gibt ja auch immer mehr Modelle, wo sich diese Bereiche annähern. Und ich würde auch sagen, es ist gar nicht nur dieses Jung und Alt, es ist auch sehr viel in diesem Kontext Diversity, also auch verschiedene Kulturen, auch Frauenbilder, die sich Gott sei Dank, sage ich als Frau, immer mehr verändern. Also da gibt es ja auch ganz neue Formen, miteinander umzugehen, was spannend und sehr, sehr bereichernd ist, wenn man sich darauf einlässt. Und als Tipp würde ich da sagen, auch einfach immer gut zuhören, ne? Also die anderen auch mal fragen und zuhören, bevor man sagt, oh, wie macht der das denn eigentlich oder die? Das stimmt, das gute Zuhören zieht sich hier wie ein roter Faden durch die ganzen Fragen. Was ich auch spannend finde, bei der Bahn zum Beispiel zu sehen, wenn die Umbrüche sind, Statussymbole wegfallen, gewohnte Gewohnheiten plötzlich weg sind, wie sieht's da aus? Kommen die Menschen damit ganz gut zurecht oder musst du da so ein bisschen den Doktor spielen, Hendrik? Das ist natürlich eine super große Herausforderung, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie meine Karriere die letzten Jahre dahingehend ausgerichtet habe und irgendwie in Anführungszeichen schlechter Familienvater, schlechte Familienmutter war, weil ich Überstunden gemacht habe, für die Firma gebrannt habe, im wortwörtlichen Sinne und da vor allen Dingen eben mir eine Position erkämpft habe, und das soll jetzt auf einmal wegfallen, gibt es definitiv Widerstände. Aber an der Stelle ist wichtig, wirklich die Leute abzuholen und auch noch sicherzustellen, dass die definitiv eine Daseinsberechtigung haben. Auch agiles Arbeiten heißt noch lange nicht, dass wir keine Führungskräfte mehr brauchen. Das wird oftmals eben auch in dem Kontext irgendwie vergessen oder gleichgesetzt. Agil heißt keine Führung. Da braucht es umso mehr Strukturen, Prozesse und klare Vorgaben. Nur das Führungsbild an der Stelle ändert sich, sondern vom klassischen Manager gehen wir da eher in eine Leader-Rolle oder eher in die coachende Rolle. Und natürlich braucht es auch den Manager nach wie vor, aber die Verteilung ist anders. Und dahingehend kann man auch dieses Statussymbol, ich glaube, das Statussymbol in dem Sinne materiell gibt es gar nicht so viel, woran festgehalten wird, sondern eher an diesem Thema Ego und Macht. Das ist was, wo eine große Angst ist, dass da was genommen wird. Ihr habt auch viel Wertekommunikation, was ich da auch spannend finde, von der Expertin nochmal zu hören. Welche Werte bei dir, Sabine, oder welche Werte hältst du denn im Allgemeinen für besonders wichtig? Ich halte gerade in dem Kontext, was ihr beide gesagt habt, sehr, sehr spannend, Wertschätzung als Wert für extrem wichtig und auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, Neugier und Offenheit. Also Offenheit, dass man auch so ein bisschen locker bleibt, hört sich einfach an, ist aber in der Praxis total schwierig, wenn solche Dinge passieren, wie mir wird als Führungskraft vielleicht jetzt irgendwas weggenommen oder ich soll plötzlich was teilen. Also diese Angst, so oh, mein Wissen, meine Macht, das gebe ich doch nicht preis und schon gar nicht Fehler. Also dass man da so ein bisschen offener, entspannter wird, auch neugierig ist, was passiert, wenn ich mich verändere und vor allen Dingen auch Menschen wertschätze. Denn ich glaube, durch diese Wertschätzung, also jeder von uns möchte ja gesehen werden von den anderen. Und wer das verneint, dem glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, wenn man das lebt, erzeugt man auch als Konsequenz, dass da viel weniger Spannung ist, also eine viel bessere Atmosphäre und dadurch auch bessere Zusammenarbeit, bessere Ergebnisse dann entstehen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, da zu üben und mutig zu sein. Das ist schön. Ich habe noch eine Schlussfrage an dich. Welche Tipps hast du an die Menschen, um ins Tun zu kommen, damit man möglichst bald die ersten Schritte schon Richtung agiles Arbeiten, Richtung New Work gehen kann? Das ist ein ganz simpler Tipp, einfach anzufangen. Also einer meiner Lieblingssprüche ist,
Better done than perfect gilt für mich auch als alte Perfektionistin. Also man muss einfach mal auch mutig sein und Dinge wagen und sich gar nicht so viel überlegen. Der Hendrik hat vorhin gesagt, dieses langfristige Zieleplanen ist vorbei. Also dem würde ich total recht geben. Aber das bedarf halt auch dieses, ja, sei mutig, probier das einfach mal aus. Ich sage auch, be bold immer. Und gucke, was da passiert, wenn du anfängst. Der Weg entsteht dann schon beim Gehen. Und ja, vertraut dir da auch. Das wäre mein Rat. Vielen Dank. Hendrik, was hast du für einen Tipp? Um wirklich ins Tun zu kommen, gilt es auch, wie Sabine sagt, im Kleinen anzufangen, aber auch vor allen Dingen Routinen in unserer täglichen Zusammenarbeit zu verändern. Um wirklich ins Tun zu kommen, schaffen wir es wirklich, wenn wir Routinen im täglichen Tun anpassen, weil darüber verändern wir letztlich ein Stück weit auch unser Verhalten und unser Mindset. Und das können wirklich Kleinigkeiten sein, wie die Art und Weise, wie wir uns begegnen, beispielsweise ein Check-in oder ein Check-out in Meetings zu machen. Das steigert unheimlich unsere Qualität der Begegnung. Und beim Check-in nutze ich ganz gerne immer die beiden Fragen, wie bin ich heute hier und was hat meine Aufmerksamkeit? Allein das hilft jetzt vor allen Dingen in diesem virtuellen Kontext, ein Bewusstsein zu schaffen, anzukommen in virtuellen Meetings und um mal gut wieder aus einem Meeting, ob virtuell oder in Präsenz, rauszugehen, hat sich die Frage sehr, sehr gut erprobt, was muss noch gesagt werden, um gut aus diesem Meeting zu gehen. Und so setze ich kleine Routinen in die tägliche Praxis ein, um darüber dann das Verhalten zu verändern und langfristig das viel geforderte Veränderung des Mindsets. Vielen Dank nochmal an dieser Seite und ihr seid natürlich immer herzlich eingeladen, auch bei unseren Tun-Veranstaltungen teilzunehmen.